Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach im LS19 am Freitagmorgen, einen wunderschönen. Ich bin tatsächlich jetzt gerade auf der Suche nach dem Kartoffelernter da vorne. Ich will auch schon, denn der ist mal wieder, man kennt's, ist voll. Deswegen fahren wir jetzt da gleich mal hin, um da das wunderschöne Teil zu entladen. So, da müssen wir hier wieder am Entladerohr hängen bleiben und das Ganze gespannt verdrücken. So, machen wir auch ein bisschen Radio an. Und ja, die gestrige Folge war tontechnisch, habe ich dann beim Videoschnitt auch gemerkt, der Ton an sich war viel zu laut. Also meine Stimme hat man kaum gehört. Das habe ich mir dann im Nachhinein auch gedacht, das war ein bisschen blöd. Aber ich habe jetzt tatsächlich in OBS ein bisschen was umgestellt. Ich habe jetzt die Lautstärke minus 3,8 Dezibel runtergesetzt. Also vorher war sie auf 0,0, also alles gleich. Und jetzt ist sie um 3,8 Dezibel, also fast 4 Dezibel sowas weniger. Sie ist jetzt, wenn der Motor läuft, so im noch relativ grünen, mittelgelben Bereich, das passt. Und ja, ich glaube, ist halt, man kann damit zufrieden sein mit dem Ton. Ja, nicht zu laut, nicht zu leise. Also ich habe schon ein bisschen rumprobiert. Und der Fan ist fertig. Oh, der Motor läuft auch noch. Das ist natürlich vorbildlich. So mag ich das. Warte mal, der hat jetzt hier angesehen, ne? Ich glaube, wir können hier nicht mehr direkt. Warte. Ne, ist okay. Ich kann mich hier direkt nochmal Dünger draufhauen. Ich glaube es zwar irgendwie nicht, aber es. Ach, wir haben. Ich war der Meinung, wir hatten hier auch mal Düngerfunktion drin. Ach, stimmt, das war beim Mais, ne? Ja, stimmt, das war beim Mais. Stimmt, da war was. Okay, gut, das war eigentlich, hätte ich eigentlich so nicht geplant, aber gut. Das heißt, wir schnappen uns jetzt gleich mal kurz den 6M oder bleiben wir gleich im Ach komm, lass dann einfach gucken, wer da am Hof frei ist. Ob wir den 6M nehmen, mal gucken. Aber ja, komm, lass den 6M nehmen. Er ist ja dafür da und er steht schon vor dem Düngerstreuer, das passt. So. Warte, jetzt müssen wir natürlich auch noch schwaden, da sind wir dann, sind wir auch noch bei. Aber in der gestrigen Folge ist dem Auto auch nicht wirklich dazu gekommen. Also, wir hatten viele andere Sachen zu tun und machen. Aua. Komme ich hier ernsthaft nicht rum? Ach man, bei dem letzten Mal bin ich immer rumgekommen, nur heute nicht. Da ist schon mal wieder ein super Start. Bleibt am Eingangstor hängen, läuft. So. Also, ich hoffe so, dass wir heute auch mal zum, Schwaden und so weiter kommen, dass wir nicht noch ewige 5000 Folgen da herumeiern. So, ja, kurz ableuchten, das passt, passt die Sache. Krass schmutzig ist er jetzt auch nicht. Der Traktor und die Schwermaschine zusammen, meine ich. Aber das heißt eigentlich krass schmutzig ist er, das ist spannend. Ich habe mich gerade ein bisschen gekratzt, weil man das gehört hat. Sorry. So. Ah, Laterne. Egal. So, die Sachen schauen eigentlich noch relativ gut aus. Ne, auffüllen braucht man noch nicht. Also, ich lasse einfach mal das Gespann hier einfach hier drin stehen, weil der brauchen wir ja dann eh gleich wieder zum Ansehen der weiteren Felder. So. Ich hab genau an was anderes gedacht, deswegen kam die Aussage ein bisschen verzögert. So, drüben steht das 6M. Ja, Frontlader müsste man noch abkuppeln oder soll man dran lassen? Das ist halt die Frage. Wir müssen eigentlich noch ein bisschen zurück. Ah, zack. Oh. Ich glaube, den müssen wir mal auffüllen, habe ich so das Gefühl. Da ist nicht mehr allzu viel drin. Aber wir müssen ja zum Glück nicht mehr. Der ist schon wieder voll. Also wirklich Zeit, wenn man dann den CP-Fahrer einstellt, weil ich kann auch nicht alle halbe Sekunde da hochspringen. Kommt aber meines Erachtens auch wirklich abnormal viel runter. Na gut. So, ich parke ganz kurz den 6M hier beim Auffüllen und dann springe ich da gleich mal kurz hoch. Ach nee, ich. Okay, es hat auch geklappt. Oh, Bremsen ist so. Ich lasse tatsächlich den Frontlader dran, weil dann hat er ein bisschen Frontgewicht. So, warte, da ist der Abfahrer. Er hat auch schon 70%, das heißt, wir können ja schon bald den Kurs einfahren. Okay, die 1000 Euro zahlen wir doch gerne. Wo steht er denn?
sehe ihn schon wieder nicht. Ah, da vorne an der Ecke. Man kennt's. So, wir haben jetzt auch mal ein bisschen mehr Vorgewende hier. Das heißt, ich kann auch... ich fahre nicht mehr wieder mitten durch die Flucht durch, sondern bleibe schon auf unserem Streifen, der schon abgeerntet ist. Dafür an den Ecken ist noch ein bisschen nicht ganz optimal. Ich kann das eigentlich auf den Wegen, auch auf den Wegen, die wo hier rund ums Feld laufen, auch fahren. Bloß auf dieser Seite gibt es keinen, aber ist auch nicht so schlimm. Da haben wir ja schon gut was weggeerntet und den Streifen gibt es auch, da passt. So, machen wir ein bisschen mehr Innenansicht hier. Das ist aber immer noch schon ein bisschen schmutziger, das Lenkrad. Ein bisschen gepunktelt halt, das Gefühl. Brauche ich nicht das Gefühl, das sehe ich einfach. Alter, kommen wir schon ganz gut in Schräglage. Wenn wir hier in die Kurve reinfahren. So, okay, der Kollege bleibt immer so stehen, dass ich... Oh, scheiße, warte mal, da muss ich gleich mal schnell machen. So. Okay, gut, das Leer ist aus, das passt, das kann also keine nervigen Hintergrundgeräusche mehr entstehen. So, Entladung, Normalmobilie wieder voll. Ja, voll bringt wir uns nicht, geht auf jeden Fall. Es geht schon gut was rein, muss man sagen. Geht gut was runter und gut was rein. Aber wenn ich das so sehe, ich glaube, das braucht noch ein bisschen. Nein. Oh ja, was wird wahrscheinlich dann auch noch besser aussehen, wenn wir in die Längsbahn kommen. Habe ich so das Gefühl. Aber momentan sieht das noch ziemlich, naja, langwierig aus. Aber wir haben ja auch noch gut was zu tun, also daran scheitert es ja nicht. Und zum Motor können wir auch wahrscheinlich den einen Tag vorspulen. Hoffe ich mal, dass da dann nichts daran scheitert. so, der macht hier weiter. Oh. ja gut, ne? Also, ich weiß nicht, ob das so gehört, aber es ist auf jeden Fall nicht original. Oh Gott, das sieht noch... so, oh Gott. ja, ich glaube, ich hätte doch nicht vollfüllen sollen. Haben wir noch ein dickes Gewicht am Hof? Was der kleine Sechs immer noch nicht zerquetscht. Also, ich will den schon noch länger haben. Ja, da ist 2,8 Schub drauf, weil da ist noch ein Schnee. Oh ja, wir haben Gewicht. Und zwar das vom... Also ich werde den Frontlader dran lassen. Es ist noch mehr Gewicht dazu. So. Okay, das ist schon mal ein ganz gutes Frontgewicht jetzt. Alter, Arme. Alter. Wir haben jetzt total 9 Tonnen, oder? Ja, müsste es eigentlich sein. Weil das vordere Teil wiegt 2,4, das heißt, der Traktor an sich hat auch seine 7 Tonnen. Ja, nicht ganz 7,6, so. Ne, warte mal. Doch. Ne. War ich schon hier am Werk, Alter. Ah, da steht eigentlich neben dran 5,8. Ich spiele auch, ja. Ne? Ja, das geht. Ja, das geht, das sieht ganz gut aus. Jetzt haben wir 14 Tonnen. Ja, moin, Digga. Ja, ne? Angenehm, angenehm. Ich habe gerade die Idee gehabt, ob wir gleich düngen sollen. Auf den anderen zwei Feldern. Ne, aber daneben, aber dann, da liegt noch Stroh drauf, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Das kommt nicht so gut. Aber ich mache trotzdem, wir sind auf Feldweg, aber ich mache trotzdem mal die Rundumleuchten an. Oh Gott, der Arme, Alter. Oh Gott, oh Gott. Ich gehe mal ein bisschen mehr in Innenansicht. Ich glaube, dann sieht man nicht so doll krass viel, wie der Arme hier geschunden wird. Wobei, dann sehe ich eigentlich nicht mehr so viel, weil ich Frontlader davon dran habe. Auch nicht so optimal. Ich gehe wieder nach Hause. Oh. Ja, hallo, so. Alter, wir dürfen auch nicht zu schnell fahren. Schon heben wir vorne ab. Langsam. Oh Gott. Langsam und ruhig hier durch. Aber das heißt langsam, mit 26 km/h ist noch nicht so langsam. Wir lassen ihn gerade einfach rollen. Bin nicht auf dem Gaspedal, nix. So, hier vorne geht's eigentlich relativ, aber hier vorne wird's halt richtig, wird's kritisch. Und schnell fahren kannst du da vergessen. Oh Gott. Ich muss langsamer sein. Eieieiei. Ist das eine Holperparty hier? Was glaubst du mir nicht? Nur gut, wir kommen. Oh, geschafft. Hier wieder rund. So, Auto kommt keins, das passt. Eieieiei. Ja gut. Oh ja, okay, das Ding funktioniert, das freut mich schon mal. So, jetzt müssen wir nur gucken, haben wir denn hier einen Kurs für die Feld?
Eieiei, Leute, ihr seht schon wieder, es ist spät. Feld Nummer 80. Oh, haben wir sogar. So. Das ist natürlich auch optimal. Das heißt, ich kann auch schon gleich wieder an anderen Arbeiten mich dann widmen, wenn der hier das macht. Nee, du. Brauchst eigentlich das hintere Gerät. Kollege, ich glaube, der hat er irgendwann nicht so ganz verstanden. Ich kuppel mal ganz kurz die Gabel ab, ne? Weil die macht ein bisschen Problems. Oh, jetzt bin ich wieder beigetappt. So. Sieht nicht gut aus. Aber den muss ich auch klappen. So, oh Gott. Ja. Eieieiei. Das ist. Ja. So, jetzt müsste es aber funktionieren. Die Gabel. Jetzt müsste aber funktionieren, oder? Hoffentlich mal. Ja, jetzt macht er auch. Okay, gut, ich schau dann wieder vorbei, Kollege, ne? Ja. Das ist. Okay, das ist ein Herr. Oh, da wollte ich mich verarschen, da war die Drohne schon wieder voll. Alter. Das kann's doch nicht sein hier. Da bin ich froh, wenn der Anhänger voll ist und ich da den Fahrer anstelle. Oh. Warte mal, wo ist er denn? Da hinten oben habe ich irgendwas Rotes gesehen. Ja, da hinten steht er. Ich komme, mein Kollege, ich komme. Ich bin schon voll auf dem Gaspedal. Sieht man das? Ja, das sieht man. Ich drück das komplett durch. Das ist schon. Ja. Der reißt schon fast ab. Oh, 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 ich darf nicht zu schnell in die Kurve fahren. Da habe ich tatsächlich schon mal schlechte Erfahrungen damit gemacht. Also nicht in Real Life, aber hier in der Letzt. Und das ein oder andere Mal. Also man sollte nicht mit 80 in der Kurve und dem vollen Tritem da hinten dran. Ist nicht ganz so angenehm. Überhaupt dann, wenn man keinen starken Bauer hat, dann war das damals immer, ja, so teilweise problematisch. Dann ist man zwar mit dem Traktor und der Gabel gekommen, wollte man auch stellen. Hat dann nicht so ganz funktioniert, wie es sollte. Oder im Prinzip eigentlich ganz und gar nicht. So, Kollege, viel zu weit weg. Was habe ich denn da zusammengefahren? So, warte mal. So, jetzt hat aber nur noch kurz warten. Alles gut. Ich hab's gleich. So. Dann fahr ein bisschen vor, weil da hinten noch Platz. Dann geht, warte, wir gucken mal kurz. Oh, wir sind voll. Oh, wir sind voll. Oh, das ist angenehm. Der Variton hat noch 21% drin. Okay, gut. Kann ich jetzt auch nichts machen. Ich habe tatsächlich noch gar nicht geguckt. Oh, ich fahre jetzt gerade durch, aber tut mir leid, Leute. Mach kurz die Augen zu. Wo muss das denn hin? Ach, zum Landhandel. Wer hätte gedacht? Ich habe so das Gefühl, da muss 99% von allem zum Landhandel. Das ist so die größte Anlaufstelle hier. Oh, der 6M ist fertig. Darum kümmern wir uns aber dann in der morgigen Folge. Weil heute, glaube ich, bin ich tatsächlich noch ganz gut damit beschäftigt, hier den Kollegen zum Abverkauf zu fahren. So, warte mal, wie kommen wir denn am schnellsten hin? Der schnellste Weg ist da, dann da, dann. Ist das eine Straße? Nee. Ich würde dann sagen, da, dann hier und dann dahin. Oder ist das? Nee, das ist doch keine Straße, oder? Nee, das ist ein Feldweg. Aber wir können. Die Frage, was geht schneller? Das hier? Oder das hier? Das wäre ideal, wenn hier so, zack. Geht aber kein Weg. Ich würde sogar den hier nehmen, weil da vorne ist das Problem, wenn hier Verkehr kommt und dann treffen sie sich da und unangenehm. Okay, wir fahren da hinten rum. Abfahren. Passt. Busgenerierung beginnen. Leute, tut mir leid, aber ich habe das schon etwas länger nicht mehr gemacht. Ich muss jetzt schnell raus, bevor das Auto da kommt. Alter. Ja, hub doch nicht, meine Güte. Ich habe eine viel bessere Hupe, Alter. Oh. Wir kommen gar nicht so ganz gut vom Fleck, wie ich eigentlich dachte. Ah, das Auto klebt hinter uns.
So. Bin ich schon noch richtig? Ich glaube schon. Langsam in die Kurve, langsam. Muss ich hier rein? Nee, scheiße. Ich hätte eigentlich die kleinen. Was versucht er denn da, Alter? Ja, Kollege, wart doch mal, du darfst gleich vorbeifahren, meine Güte. Ich hab dort noch nicht mehr so lange. Oh. Ich hab dort schon länger nicht mehr gemacht, weißt du? So. Warte mal. Ich ging da jetzt gleich immer mal wieder. So? Ah, jetzt hat. Ich glaube, den falschen Gang drin. So, warte, ich lasse jetzt mal ganz kurz die kleine Karte hier offen. So. Hier vorne muss ich dann rein. Okay. Gut, das kann ich mir, glaube ich, so viel merken. Na, ich lasse doch zur Sicherheit offen, bevor wir wieder irgendeine Scheiße bauen. Aber ich muss da vorne jetzt gleich abbremsen. Und zwar am besten jetzt. Weil hier zwar nur auf 60, aber wir können hier keine 60 fahren. Dafür ist immer zu schwer. So, und überhaupt wenn der CPU-Verrichter dann auch fährt. Ich will nicht, dass der hier in den Crash baut. So, ich glaube, das ist dann relativ einfach, da brauche ich jetzt die Karte nicht unbedingt mehr. Aber das ist eigentlich nur Linien nachfahren. Okay, da vorne bin ich dann doch wieder unsicher. Oh Gott, bremst doch, Alter, Alter. Jo. Alter. Der schiebt ganz gut, Alter, da hinten dran. Sind wir richtig? Ah, wir sind richtig. Halleluja, ja, gut. Da vorne links und dann, ja, den Rest kenne ich ja eigentlich. Der war ich drin schon wieder voll. Jo, Leute, Alter. Zum Glück, ab morgen wird es wahrscheinlich ein bisschen entspannter werden, weil dann habe ich endlich den CPU-Fahrer eingestellt. So, passt. Ich habe gerade überlegt, soll ich es in der Aufnahme machen oder offline? Ach komm, ich mache es in der Aufnahme. Dann ist es wahrscheinlich wieder für mich ein bisschen peinlich dann, weil ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Für euch kann ich es dann vielleicht, wenn ihr gleich ein Problem habt, hilft es euch wahrscheinlich ein bisschen. Also die grundlegenden Alter, der Gott, da kommt ein Auto. Eieieiei. Oh Gott. Das habe ich ja ganz verabsichtigt, dass da auch Autos fahren und LKWs. Ja. Okay, fahren wir mal hier rein, Kollege. Ja, so. Stopp! Passt. Warte, welches Feld war denn? Dort. Die 108, ne? Ja, Kollege, du kannst gleich vorbei, meine Güte. Ich fahre schon ein bisschen vor, Alter. So. Klingt ja auch noch. So. Das war doch die 108, ne? Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Ja, das war die 108, okay, gut. 108 Unterstrich Landhandel. Passt. So, dann machen wir hier nochmal den Kurs, wenn wir dann abtanken, dass das auch autonom läuft. Zack. Dann halten wir hier, drücken I zum Entladen. Geld kommt keins ran, das heißt, das passt. Ich werde dann hier vorne auch gleich bei der Ausfahrt den Kurs dann wieder shoppen. So, 14%, oh Gott. So, wir stoppen hier wieder. Den nehmen wir dann. Abladen. Abladen, Unterstrich. Landhandel. Passt. Dann fahren wir ein Stückchen vor. Ich fahre hier die Straße wieder zurück. Denn hier muss ich so eine scharfe Kurve fahren und das mag ich nicht so gerne. LKW. Moinsen. So. Hier müsste eigentlich relativ gut funktionieren. Wir müssen einmal nur eine Straße entlang fahren. Das schaffe ich hier. So, die Kurve. Ja, müsste eigentlich schaffen. Wenn ich sie jetzt gut einfahre. Ach komm. Das ist doch. Das ist doch immer so. Ja, jetzt hupt doch nicht meine Fresse. Die Autos in der Käfige, manchmal regt der echt auf, muss ich sagen. Manchmal regt der echt auf. Überhaupt, wenn man hier Kurse einfährt, kann schon teilweise echt vergessen. Der bremst halt nie, ne? Ja, jetzt meine Fresse.
Also Hupen liegt am meisten auch, muss ich sagen. Das Hupen, ansonsten wäre es nicht so schlimm, aber das Hupen kann, also ne. Ja, oh, meine Güte. So, ich fahre jetzt hier rief. Ich mache gleich den Tod aus, oder? Ich sag's euch. Wieso komme ich denn hier nicht vorbei? So, als Allrad, dann bin ich ein bisschen vor der Tür geschoben. So. Jetzt, da können wir beim nächsten Mal mal gucken, dass kein Verkehr im Weg steht. Dann funktioniert das Ganze nämlich auch wesentlich besser. So. Weg, 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 weg. Fangen wir irgendwann an. Ah. So, vorwärts können wir denn. Und dann können wir hier auch weiterfahren. So, jetzt gucken wir vorher. Okay, KI-Verkehr kommt keiner, das passt. Einen. Oh, geschafft. Okay, gut. So, jetzt ist wieder eine gerade Straße, das heißt, da kann eigentlich hoffentlich nicht mehr viel passieren, bis auf da vorne mal wieder. Okay, wir müssen uns hier beeilen, damit wir vorbeikommen. Und hier ist die Straße noch relativ breit. Ich schaue jetzt mal, dass ich auch relativ weit drüben bleibe. Dann muss ich zwar ein bisschen auf die fahren aber auch teilweise mitten, ne? Einmal in der Mitte. Ach, wie kann man denn sein? Leute, das ist es. Was ist das denn für eine Straße, Alter? Da kann auch kein CP-Verkehr fahren. Das funktioniert nicht. Außer ich mache den Ich glaube, ich mache den Verkehr auch einfach währenddessen aus, weil das kann ich schon vergessen. Also. Das funktioniert nicht. Guck, die fahren mitten auf der Straße. Da hat man keinen Platz. Also. Die Straße ist hier so schmal, das kann ich nicht vergessen. Ich glaube, ich reg mich ja auch nur unnötig auf. Weil die einfachste Möglichkeit ist, einfach Verkehr auszumachen und dann habe ich meine Ruhe. Werde ich dann auch gleich machen. So, ich werde hier aber in die Mitte ungefähr reinfahren. Das heißt, hier rein. Und stopp. Speichern. Land. Jetzt yes, gut doch nicht. Handel unterstrich F108. Passt so. Okay, fahr vorbei, wenn du unbedingt willst. Meine Güte. So, aber ich habe tatsächlich, was ich noch weiß, ist, wenn man hier vorne immer so ein kleines Stückchen einfahren sollte, wo er dann wartet. Ich fahre das einfach hier oben mal hier so. So weiter, einfach ab. Hier mal was so. Das ist dann, glaube ich, das Ding, wo er parken sollte. So, passt, das wird aber nicht lang sein. Hier müssen wir dann mal parken. Passt. So. Dann drehen wir hier nochmal ganz kurz. Eine Ehrenrunde. Was dann, was ich mal gucken muss, ob das dann funktioniert, ist der Abfahrerabstand. Also, dass er nicht zu nah ranfährt. Das ist nochmal ein Problem, glaube ich. So, ich mache jetzt den Verkehr sofort aus, weil sonst vergesse ich das wieder. Man kennt mich. Verkehr aus. So, dann habe ich da meine Ruhe. Das ist. Also so, Dresche abhang und abfahren, das passt. In unserem Fall ist halt eben der Variton. So, Köse müssten ja genau 108 Landhandel. Das passt dann. Abladen Landhandel, das passt auch. Und dann brauchen wir Landhandel, Feld 108. Und dann brauchen wir Parken. Das ist die Rude, das heißt, zack, da rum, zack, 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 hier rum, da, zack, da wieder her, passt. So, dann braucht er noch einen Drescher. Ja. Müsste eigentlich passen. Hatte keine, ich glaube, jetzt fährt er die Strecke immer mal ab. Ja, wird auch machen. Also es ist schon mal nicht schlecht, also er fährt es ab, also es funktioniert. Ich muss dann nur noch halt
Oh ne, jetzt habe ich. So. Weil das führt nämlich zu ein bisschen Leggy Party. Den Kurs kann ich nicht so lassen, das passt. So. Der wartet noch kurz. Der ist fertig. So. Ob es aber klappt mit Technik und LKW-Fahrer, also ob der Tatra es klappt und so weiter, das seht ihr aber in der morgigen Folge, denn für euch darf ich mich schon wieder verabschieden, liebe Leute, wir sind für heute auch schon wieder fertig. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, wäre natürlich sehr nett. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann morgen am Samstag zu einer weiteren Folge hier auf der Stappenbach und auch zu einer weiteren Folge auf der Gemeinde Rade. Und bis dahin wünsche ich euch allen einen wunderschönen restlichen Freitag, wunderschönes Wochenende und bis morgen, haut rein und ciao ciao. Stopping us, fly without boarding pass, couldn't catch me, I'd be moving fast.